No Pegida singt eine Dresdner Band. Zehntausende, darunter viele Familien, sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Sie wollen den beschädigten Ruf ihrer Stadt wiederherstellen. Das ist meine Stadt und die überlasse ich weder Nazis noch Ausländerfeinden. Ich bin so froh, dass heute so viele Menschen hier erschienen sind. Man muss gerade jetzt ein Zeichen setzen nach Paris. Und ich möchte nicht, dass die Trauer über die Geschehnisse in Paris von der falschen Seite verwendet werden. Zum Gedenken an die Opfer der Pariser Terroranschläge hielten die Teilnehmer vor der Frauenkirche inne. Der sächsische Ministerpräsident Tillich sagte, Dresden sei weltoffen und tolerant. Es ist Verleumdung, wenn für diese Tat vereinzelter Terroristen alle Muslime in Europa als Demokratiefeinde verunglimpft werden. Das lassen wir nicht zu. Am Ende kamen 35.000 Teilnehmer, viel mehr als erwartet. An der letzten Pegida-Demonstration nahmen nur 18.000 teil. Der Aufstand der Anständigen ist ihnen wohl gelungen.